Okay, ich werde jetzt hier noch die Erde abgraben. Dann werde ich die Dorfbewohner aus ihren Booten befreien. Ich muss mal eine Volkszählung machen, wie viele Dorfbewohner hier eigentlich sind. Und wenn genügend Betten für die Dorfbewohner da sind, dann werde ich sie aus ihren Booten befreien. Dann können die hier erstmal im Ortskern rumlaufen. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Ach, Im scheiße. Ortskern hat er gesagt. Ortskern. Ha, süß. Ortskern, ja. Ortskern. Ortskern. Der Ortskern, das hört Ortst, sich so. Wisst ihr was der Ortst bei uns ist? Ja, das ist der Arzt. Der Genau, Ortst. der Ortst. Das kann man sich ja überlegen, ne? Das ist so wie Orsch, Und Ortst. Arsch, genau, Ja. Ortst. Arzt, Arsch, Arsch, Ortst. Also wenn die, weißt du, gibt's denn eigentlich, gibt's eigentlich, weißt du, wenn es eine österreichische Minecraft-Version extra für Österreich gäbe, dann Gibt würden die, es? Ja. ja, aber wenn es dafür auch noch das, Optionen, Einstellungen, ja, wenn es gibt's. dafür auch noch das Sprache. Audio, wenn es dafür auch noch das Audio-Pack gäbe auf Österreichisch, dann würden die Zombies Folgendes sagen: Wasch, wasch, I hear you, wasch, wasch, wasch. Genau, ja. Wenn sie in der Sonne stehen und verbrennen, wasch, wasch, wasch. Das wäre ja extrem witzig, Leute, Weil ich höre das immer, wenn Zombies in der Sonne verbrennen oder sich irgendwie wehtun, dass sie dann Asch, 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 I hear you, sowas, Asch, ja. Asch, Asch, I hear you, Asch, Asch, Asch. Ja. Ich weiß, ja, ich finde das so genial immer. So, das sind, warte, da laufen zwei Dorfbewohner frei rum. Das sind 1, 2, 4, 6. Wir haben 6, 8, Ah, immer 7, gut. 8, Ich 9, nicht, Leute. 9, 11, 11, 13. Wir haben 13 Dorfbewohner. So, wir Sehr haben gut. 1, 2, ich muss die Betten zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Honk zählt gerade Betten, liebe Leute. Merkt euch das. Ja, also ich möchte noch 8. erwähnen, den Kanal vom Honk auch besuchen. Ich blende es sowieso. Erstes Mal blende ich das jetzt in dem Video da jetzt einmal ein. Dann werde 9, ich es 10, auf jeden Fall einmal 11, auch noch nicht verlinken. Ja, verlinken muss ich auch noch schauen, wie das geht eigentlich. Nur eine Karte setzen. Honk sein das Kanal. war Auch wirklich in einfach. Alphons. Auch in Alphons sein Kanal. Autsch. Du hast ein paar neue Folgen rausgebracht, Alphons, gell? Von dem einen Ja. Spiel, von dem einen Spiel hier. Ja, Cypher Hunter. Ja, genau. Finde ich cool. Muss ich weiterschauen jetzt. Jo, mach das. Ich muss ehrlich Bin ich sagen, sehr cool. ich find's nicht so prickelnd und deswegen mag ich es eigentlich auch nicht gucken. Du hast Ja, sehr, klar. hast recht, Alphons, es ist sehr Fortnite-like und ich mag Ja. Fortnite nicht. Ja. Ja. Ja, Nee, das. da ist. Da, ich finde das auch. Ich finde das cool, das Spiel. Also, ich schaue es mir gerne an, aber nicht bei ihm jetzt. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Spiel überhaupt gibt. Ich kenne ja nur Fortnite allgemein, ja, aber Ich das ist kannte das es Spiel. auch nicht, aber ich bin halt ehrlich, dass ich sage, nö, ist nicht meins. Vielleicht Ja, verstehe ich es auch vollkommen okay. falsch. Vielleicht habe ich ganz einfach überhaupt gar keine Ahnung davon, was mit diesem Spiel the Objective, also was der Sinn und Zweck ist. Ist möglich. Ja. Ja, aber man hat halt unterschiedliche Geschmäcker. Ja, Aber natürlich, das ist klar, ja, klar. wo wir halt vollkommen übereinstimmen, Alfons, das ist halt, dass Drakensang geil ist, ne? Ich Oh glaube, ja. da sind wir alle einer Meinung. Drakensang ist Ja, einfach alle was. eine Meinung. Also, ich muss mich auch noch bei dir bedanken, Honk. Ja, dank dir weiß ich, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Erstens einmal, ja. Ja, ist ja, wird ja auch heutzutage nicht unbedingt überall erwähnt, ne? Ist ja so. Ich finde einfach, das Spiel ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt bis jetzt, ja. Obwohl ich es fast gar nicht kann, aber es ist einfach mega. Das Spiel ist vom Aufbau her mega genial. Sigurdsfehler auch, das ist, glaube ich, jedes Spiel. Nur das Spiel ist von 2008 und 2010, ja. Also. Du, wenn ich mir anschaue, ne, wie wenig mir dieses Spiel abstürzt, wie wenig Scheiße da passiert. Entschuldigung, wenn ich das mal so hart sage. Alles gut. Das ist, ey, dafür, dass das Spiel 10 fucking Jahre alt ist, ne? Und es hat all die Windows-Versionen sauber überstanden. Dass da ab und zu mal diese dämliche Nebula oder was auch immer Exception kommt, hey, Schwamm drüber. Das Spiel ist Ja. einfach solide programmiert. Gut, es gibt die Sachen, dass du halt wirklich manchmal denkst,
warum wurde denn das jetzt so gemacht und so weiter. Aber das gibt's eigentlich in jedem Spiel. Könnt ihr mal schlafen gehen, bitte? Ja, klar. Auf jeden. Bin schon im Bettchen. Ja, ist boah, auch so. Alles wartet wieder mal auf den Alphons. Natürlich, weil der. Weil, sorry, das war ein Spaß. Der junge Herr hat mal wieder Wichtigeres zu tun. Ja, ich muss gerade was hochjagen. Ja, ja, er muss gerade was hochjagen. Was? Ja, ich tue gerade ein Stück Berg sprengen, damit das schöner aussieht. Er sprengt seinen Berg, okay, alles klar. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Taliban gibt es nicht nur in arabischen Ländern. Auch in Sachsen. Der Sachsen-Taliban ist am Start. Sachsen-Taliban. So. Ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Ich habe jetzt einfach im Dorf den Dorfbewohner kanalisiert und in die Mitte des Dorfes verfrachtet. Ich habe jetzt aber erstmal von Dorf irgendwie die Schnauze voll. Ich werde erstmal ein paar Kühe töten. Für Bücher, für Wissen, für die Wissenschaft, für das Volk. Ja. Ah, eine dunkle Höhle. Moment. Eine dunkle Höhle. So langsam kickt der Alkohol hier rein. Nein, ehrlich gar nicht so. Bei mir kickt momentan gerade der Wein ein bisschen rein. Ich bin jetzt beim zweiten Glas und ich merke so irgendwie meine latente Müdigkeit zusammen mit dem roten Weinchen. Macht die Sache nicht besser. Spätestens 2 Minuten werde ich anfangen zu lallen wie ein Tier. Und dann fange ich an, ständige Lieder zu singen. Von Frau Wirtin, die eine Tochter hatte und so weiter und so fort. Jawohl! Es gibt doch diese alten Frau Wirtin-Lieder. Die kenne ich irgendwie noch von meinen Eltern her. Meine Eltern waren nämlich versaut, bis zum geht nicht mehr. Und haben versaute Lieder vor ihren Kindern gesungen. Ah, halt! Zombie, halte ein! Halte ein, Zombie! Au. Alter, nein! Oh, was machst du gerade, Honk? Bist du noch immer in der... Scheiße, nein! Lass mich mal in Ruhe, ich habe gerade mit einem Baby-Zombie zu tun. Oh, viel Spaß! Der macht mich alle, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Er ist ein bisschen dumm im Kopf. Halt! So. Hier oben, ja. Da ist ein großer. Oh, was macht ihr eigentlich gerade so? Also Honk ist ja mit Baby-Zombie beschäftigt. Was machst du so? Ich baue gerade mein Häuschen. Sophie, ich komme in nächster Zeit vorbei. Jo. Alter Schwede. Alter, hier ist draußen der Fledermaus, Alter. Ich versuche gerade mein Häuschen zumindest zu bauen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kann das ja gar nicht. Ich muss da irgendwie... Ich hab hier gerade die Zombie-Apokalypse. Der Baby-Zombie ist irgendwie... Entweder habe ich mich verguckt und der war ein normaler. Auf jeden Fall ist er momentan weg. Alter, das ist so eine geniale Höhle hier. That's what he said. Okay. Falsch. Jetzt wieder verklicke ich mich hier. Da stimmt doch was nicht, Leute. Was stimmt denn schon wieder nicht? Wo ist die? Ja. Der Horst, der trinkt einen über den Durst. Das ist nicht Wurst. Und dann redet da viel Schoss. Der Horst. So. Jetzt sind wir bei 45 Minuten. Leute, ich muss was weggeben. Ich muss immer was weg. Ja, also nee, irgendwie ich hier, weil ich habe total die ich habe mich verirrt. Ja, und ich habe gerade Probleme hier. Weiß nicht, ja, was? Das musst du weggeben. Das muss ich weg tun. Na, was soll Honk weg sein? Also, er hat ja gemeint, er muss was weggeben. Ich musste Zombiefleisch weggeben. Weil, Auch kannst du mir geben. Ich genieße das. Ja, genießt es. Bin ich zu weit von dir entfernt. Ich muss jetzt erstmal nach Haus. So. Ich fahr jetzt mal zu meinem Haus. Da guckt der Honk zum Fenster raus. Mein Bruder heißt übrigens Klaus. Ist tatsächlich so. Der ist mir manchmal so arg raus.
Da. Und wenn er mal nicht war und wenn er mal nicht weiterkommt, dann muss er bleiben zu Hause. Das hab ich jetzt so recht nicht einordnen können. Aber ich auch nicht. Wenn ich noch ein Glas Wein trinke, dann ist mir egal. So. Ist es jetzt richtig? Ja, jetzt ist es richtig. Nö, Entschuldigung. Ich habe da nur gerade jetzt mit mir selber geredet, ob es jetzt richtig ist, was ich getan habe. Ja, jetzt ist es richtig. Normalerweise. Ja, richtig. Kennt ihr das Meme? Nee. Nicht? Das müsst ihr euch mal geben. Das ist bei so einer TV-Show so ein Typ. Der wird verschiedene Dinge gefragt, zum Beispiel, ist es jetzt schon ihre dritte thailändische Ehe? Und der so, richtig. Richtig. Ja, von irgendwo kenne ich das wirklich. Das ist richtig. Was der Horst, die so alles kennt. Das ist schon. Ja, ich kenne da, so wenig Sachen kenne ich ja eigentlich gar nicht. Meistens tue ich immer nur so doof. Definitiv. Nein. Nö. Ich bin so dämlich, ich hab die Bücher drüben dort vergessen. Bitte, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Ach. Oh nein. Ich meine, ich hab schon Kohle, aber da müsste ich jetzt was rausgeben aus dem Ofen. Mach ich nicht. Ja, dann gib mir die 25 Kohle, du Sack. Entschuldigung, nicht ihr, sondern der Ofen. Wie viele Dias hast du eigentlich? Ich habe einiges. Dias habe ich 17 Stück, warte mal. 13 Stück. Alter, ihr seid so fucking reich und ich bin so arm. Aber es hat nur was damit zu tun, dass ich mir den Anus ausreiße für die Dorfbewohner und so weiter und so fort. Schöne Ausrede. Ja. Und ich habe Lapislazuli habe ich 68. Ja, auch nicht schlecht. Da habe ich ein bisschen mehr, da habe ich mehrere Stacks von. Alter, ich finde ich cool, ja. So. Honk, du haltest ja gar nichts aus, ey. Ich bin schon beim dritten Bier, na gut, das erste Bier mit Alkohol, ne? Ich bin beim zweiten Glas Wein. So, warte mal. Ich bin bei der dritten Bulle Mate. Ja, was ist das? Das ist Mate-Tee, kennst du? Also sowas. Ah, Mate-Tee, weil ich habe früher immer gesagt Mate-Tee. Ja, Mate-Tee. Auch. Ah, ja, hab okay. Ich auch gesagt. Ja, ich hab's immer schon gesagt, das ist das, Mate, ist das okay? So, ja, absolut geil. So, um das Ganze mal in die Perspektive zu rücken, lieber Horsti, ne? Mein Weinchen hier hat 12,5%. Was? Ja, natürlich, das ist ein guter. Meiner hat, glaube ich, nur 10 oder 11%, circa, ich weiß es nicht genau. Also mehr als ich glaube, das Höchste, was man aus einem Wein rausholen kann, ohne Alkohol zuzusetzen, sind 14%. Circa, glaube ich auch, habe ich auch gehört. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ja den Chardonnay. Ich trinke am liebsten Chardonnay. Mag ich gar nicht. Ich liebe den Chardonnay. Ja, jeder anderen Geschmack, ganz klar. Ist mir zu. Dann magst du auch sicherlich Pinot Grigio, ne? Kenn ich gar nicht. Was ist das für einer? Hey, cool, klingt gut. Ist ein ziemlich standardmäßiger italienischer Weißwein, den ich eigentlich nur zum Kochen nehme. Also der kommt gut in die Weißwein-Käsesoße rein. Alter, weißt du, wenn ich mal nach Ösiland komme, ne, wenn ich dich mal besuchen komme, ich hab schon mit dem Alfons abgesprochen, ich fahre auf dem Rückweg bei dir vorbei. Also ich fahre erstmal zum Alfons ins Erzgebirge. Ja klar, weil das näher ist und dann du direkt weiterkommst. Nee, weil ich ganz einfach weiß, dass wenn ich bei dir fertig bin, dass ich dann fertig so, bin. So! Hast du schon? Ja genau, ja. Ich weiß schon. Ich will ja nicht komplett verkatert und im Arsch beim Alfons auftauchen. Deswegen, bei Alfons weiß ich ja wenigstens, dass ich da nicht komplett abgefüllt werde. Bei dir bin ich mir da nicht so sicher. Bei mir, ich muss dir ehrlich sagen jetzt, ja. Wer bei mir ist, der bleibt nicht nüchtern, das ist einfach so. Ich kenne das nämlich. Es ist wirklich so, ich kenne das. Ich kaufe immer ein und ich kaufe dann immer zu viel ein. Und das meiste muss dann natürlich weg, weil ich dann sage, hey, komm, mach. Das ist halt bei mir wirklich so, ja. Das ist klar. Stimmt wirklich, ja. Also die Vorsicht ist wirklich akzeptabel von dir. Also Vorschlag, sage ich, die Angst.
ist ja, verständlich. Nee, also wenn ich das, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe hier momentan so ein bisschen Budenchaos und so weiter. Wenn ich das aufgeräumt habe, dann seid ihr auch gerne hier eingeladen. Falls ihr mal nach Hamburg kommt, zeige ich euch die coolste Stadt. Ich muss sowieso nach Deutschland. Ich muss zwei andere Leute noch besuchen. Vorher noch. Das werde ich dann verbinden. Ich muss da sowieso hin. Das Problem ist dieses große C. Entschuldigung, wenn ich das nicht mehr in den Mund nehmen will, das Wort, ja. Weil es hängt mir schon zum Hals raus. Ist halt blöd. Weil man wegen Reisen und so weiter. Du meinst den Voldemort unter den Viren? Genau. Entschuldigung, aber den es eigentlich schon seit Menschengedenken gibt. Seid mir nicht böse, aber es ist so. Das sage ich ja auch schon die ganze Zeit. Und ich habe ja auch vorhin mit dem Alfons, habe ich vorhin kurz hier halt im Discord-Chat gesprochen und meinte halt so von wegen, ja, also wir haben jeden Tag unglaublich viele Verkehrstote und übers Jahr hinweg sowieso. Wann, bei welchem Inzidenzgrad, also bei welchem Inzidenzwert werden die Autobahnen geschlossen, bitte? Ja? Also bei all den Verkehrstoten. Ich verstehe es einfach nicht. Schlafen gehen? Weißt du, schlafen? Ja, genau. Wisst ihr, was mein ein guter mein Bandkollege und sehr, 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 sehr guter Freund gesagt hat? Weiß ich nicht, kannst du erzählen. Es ist so, er hat mir geschrieben, das Extreme ist, jeder sieht das von dieser Warte, die ganzen Politiker und so weiter und die Statistiken und so, es sind 3000 Corona-Infizierte, 4000 pro Tag. Oder beziehungsweise, keine Ahnung, wie das jetzt abläuft, aber sowas. Aber von in Deutschland lebenden 80 Millionen, das hat dieser Warte wird es nie berichtet. Echt jetzt? Ja. Aus dieser Warte wird es nicht berichtet. Immer nur Inzidenz und fertig, aus Ende. Aber das ist wirklich bei 80 Millionen ein paar Tausend. Man sei mir nicht böse. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja so, wenn, das habe ich ja auch schon öfter, und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, scheiße, ich gehe schon wieder zum Strip-Mine, fuck, nee, will ich gar nicht. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, so von wegen, es ist ja so, wenn du heute, es geht ja darum, stirbst du an oder mit Corona, ne? Es ist tatsächlich so, dass viele, viele, viele Krankheitsbilder, an denen Leute momentan sterben, da wird gesagt, sie sind an Corona gestorben, obwohl sie eigentlich mit Corona gestorben sind. Viele Leute wären sowieso während der nächsten Monate umgefallen, wären tot umgefallen. Ja. Ich meine, wenn ich sowieso schon, sagen wir mal, ich bin vom Auto überfahren worden und dann habe ich noch eine Grippe. Na? Der Alfons ist ganz ruhig, oh je. Ja. Hört einfach zu. Ich weiß ja nicht, was deine Meinung dazu ist, Alfons. Ich weiß es ja nicht. Deshalb bin ich auch vorsichtig. Ich denke mal, Alfons Meinung ist ähnlich. Ah, okay, dann ist eh super. Weil ich weiß es nicht. Ich bin immer vorsichtig, mit wem ich über was rede. Es ist. Es ist. Es gibt viele, die Angst bekommen. Weil ihnen Angst gemacht wird. Es wird ihnen von den Politikern wirklich Angst gemacht, ja. Und. Ja. Also, ich habe schon bei meinem Schwager, ich weiß nicht, ob auch der gibt es mir auch den Begriff Schwager? Ja, gell? Ja, natürlich. Okay. Mein Schwager, ja, der, mit dem habe ich gestern noch geredet, ja, und habe zu ihm gesagt, sei mir nicht böse, ich werde mich niemals in meinem Leben impfen lassen. Nur wenn ich irgendwo rein darf, weil ich irgendwo rein darf und keine Ahnung was, ja. Das mache ich erstens einmal aus Prinzip nicht. Und zweitens einmal würde ich es auch nicht riskieren. Ich würde es auch nicht riskieren. Weil ich bin ein, ich weiß nicht, ich habe das noch nie irgendwie so richtig erwähnt in meinen Let's Plays und so, aber ich habe einige Krankheiten. Ich bin richtig belastet. Ja. Mit einigen Krankheiten, die richtig grausam sind, ja. Und da wäre ich natürlich anfälliger bei Impfungen. Es ist genauso, bei jeder Impfung, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich so starke Nebenwirkungen bekommen, dass ich fast gestorben bin. Ja. Okay. Und mit dem auch noch dazu nachher, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Ja. Zudem mache ich es aus Prinzip nicht. Ich war in meinem Leben noch nie im Gefängnis. Noch nie. Und wenn mich einer dazu zwingen würde und mich ins Gefängnis stecken würde, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann gehe ich ins Gefängnis. Das erste Mal in meinem Leben. Ja. Wenn es einmal so schlimm kommen sollte, das meine ich. Was ich nicht hoffe. Also ich muss sagen, du sprichst wie ein Ehrenmann für mich. Ich mag dieses Wort normalerweise nicht sagen.
Aber es ist wirklich so. Auch bei mir ist es so, ich wüsste nicht, warum ich mich impfen lassen sollte. Nur weil es alle anderen tun. Und vor allem, wenn man mir ständig so sagt, also momentan ist ja wirklich so, die Medien knallen ja geradezu auf einen ein. So, impfen. Bei solchen Sachen habe ich immer so mein Zweifel. Weißt du, das ist... Ich bin kein Mensch, der irgendwie Massentrends hinterher rennt. Und ich fühle mich einfach nicht gefährdet. Ich meine, nicht, dass ich mich nicht gefährdet fühle, dass ich unter Umständen einem Coronavirus anheimfalle. Natürlich. Ich habe wahrscheinlich in meinem Leben auch schon einige Coronaviren überlebt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass ich auch das Neuartige, wie man sagt, recht sauber überleben werde. Kann natürlich schief gehen. Es kann sein. Ja, aber das kannst du genauso an einer Lungenentzündung sterben. Was ja eigentlich nicht viel anders ist eigentlich. Was das Witzige ist, das ist eigentlich, dass ich tierisch Angst haben müsste. Weil ich hatte als Kind, als Jugendlicher, also Jugendlicher dann eigentlich nicht mehr, hatte ich quasi, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, quasi eine chronische Lungenentzündung. Ich brauchte nur eine Erkältung zu kriegen und ich hatte eine Lungenentzündung am Arsch. Ich weiß jetzt nicht, da war ich 8 Jahre alt, 1976 hat es mich fast zerlegt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da eigentlich das erste Mal mit meinem Leben abgeschlossen hatte. Es war so, ich hatte mir eine ordentliche Erkältung geholt und das war übrigens auch das Jahr, in dem ich richtig begriffen habe, was ein Kalender ist und so weiter. Hört sich komisch an, mit 8 Jahren erst, ne? Ja, so, ja, ja. Ich bin in vielen Sachen Spätzünder gewesen, ist klar. Aber dann bin ich richtig gezündet. Nee, und das Ding ist, ich kann mich dran erinnern noch, dieser grausame Winter, diese grausamen Schmerzen. Meine Mutter hatte mich, weil wir wohnten in einem großen Bauernhaus und der einzige Raum, der tagsüber richtig heftig beheizt war die Küche. So, und ich lag auf dieser Küchenbank mit einer Decke überdeckt und so weiter und so fort. Ich habe hinterher erfahren, dass der Arzt quasi zu meinen Eltern gesagt hat, sie sollen es mir gemütlich machen. Verstehst? Also, sie sollen es mir nochmal schön machen, weil ich war als Kind sehr, 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 sehr kränklich, habe sehr, sehr stark geschwächelt. Ich bin eigentlich als Kind genau das Gegenteil gewesen, was ich im Erwachsenenleben geworden bin. Ne? Also heute bin ich stark wie ein Baum. Vielleicht nicht irgendwie, ich bin kein Bodybuilder oder sonst was, aber ich bin gesundheitlich stark wie ein Baum und gesund. Habe ich ständig gekränkelt. Ich hatte als Kind Zahnkrämpfe und was nicht alles. Also ich war eigentlich für meine Eltern eine absolute Scheißbelastung. Also ich hätte echt. Ja, ich kenne also, das. Wenn ich es heute so sehe, dann hätte ich wirklich, wäre ich meinen Eltern, wenn ich heute irgendwie aus der Hölle oder dem Himmel runtergucken oder raufgucken könnte, meine Eltern hätten mich einfach irgendwie mal irgendwo runtergeschmissen oder so, ne, damit ich weg bin. Ich könnte es ihnen nicht verdenken, weil ich muss so eine absolute Belastung, so eine absolute Pest gewesen sein, weil ich halt ewig krank war.